Und hallo und willkommen in einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic mit eurem Ben Stormrider. Und wir haben noch einen Gegenstand gefunden in der letzten Folge, dem ich noch keine Beachtung geschenkt habe. Und zwar die Stabilitätshandschuhe bringen Sprengstoffeinsatz 2. Diese Handschuhe sind ziemlich steif und erschweren dadurch den Umgang mit flüchtigen Substanzen enorm. Der Benutzer benötigt Grundkenntnisse im Sprengstoffeinsatz, um die Handschuhe nutzen zu können. So, können wir ja bestimmt gebrauchen. Wäre zum Beispiel was für Candorous. Der hat auch noch gar keine Handschuhe. Das trifft sich ganz gut. So. Ja? Jawohl. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter mit uns? Da sind Karfunde. Oh, da hinten ist Action. Das sieht mir nach einem Druiden aus. Ah, wir können den Lichtschwertsprung nicht machen ohne Lichtschwert. Das ist schlecht. Das können wir natürlich nicht durchgehen lassen. Sondern benutzen wir unser Lichtschwert nochmal. Und vielleicht nehmen wir mal... Ist das eigentlich eine Zweithandwaffe? Nee, eigentlich nicht. Na komm, wir gehen jetzt mal ganz krass beidhändigen Kampf voran hier. Würdest du bitte da reinspringen? Das Healer räumt ganz gut auf momentan. Die Macht ist auf meiner Seite. Ja, das merkt ich. Aber warte erstmal, bis ich meinen kritischen Treffer auspacke. Da, wir haben ihn getroffen mit Narasados Klinge und ist auch gleich vergiftet. Das ist doch super. Das ist ja noch so ein Karfund. Ah, da können wir reinspringen. Warte mal. Hoppsa! Boah, Kenrus. Du Armer. Können wir da vielleicht... Ist das eine Gruppenheilung? Ja. Vielleicht nicht. Ja. Ja, wir haben das im Griff. Kein Problem. Und immer drauf. Die Macht ist auf meiner Seite. So. Das hat ja ganz gut funktioniert. Na, Bastila? Stimmt es, dass euch die Vulkane ohne große Mühe überwältigt haben? Es muss doch peinlich sein, von einer Bande von Schlägern gefangen genommen zu werden. Das waren außergewöhnliche Umstände. Und ich kann euch versichern, dass ich mich von einer Horde Vulkane nicht einschüchtern lasse. Jetzt muss er auch noch darauf rumreiten. Und jetzt gerade in dem Moment, wir haben echt bessere Sachen zu tun, Leute. Es waren bestimmt 20, nein, 50, nein, wartet, 100! Wenn ihr das sagt? Ich weiß nur, dass wir die Mandalorianischen Kriege nicht verloren hätten, wenn mehr Jedi wie ihr gegen uns angetreten wären. Das sind starke Worte für einen ehemaligen Söldner von Darvik. Wisst ihr, was euch von Karthunden unterscheidet? Sie haben genug Stolz, sich nicht gegen ihren Herrn zu wenden. Beleidigt mich nur. Wenn ihr mit dem Laserschwert genauso schnell wärt wie mit eurer Zunge, werdet ihr den Vulkan kommen. So seid ihr nichts weiter als eine eingebildete Jedi-Prinzessin. Was heißt ihr verwöhnt? Ich hatte dieselbe Ausbildung wie alle anderen Jedi. Ihr seid nichts als ein... Nein, das darf ich nicht. Es gibt keine Gefühle, nur den Frieden. Das ist das Problem mit euch Jedi. Ihr predigt ständig Frieden und Beherrschung, aber vom Kämpfen versteht ihr nichts. Revan mal ausgenommen. Genug, Mandalorianer. Ich falle nicht auf euch herein. Das Spiel ist aus. Kümmern wir uns endlich wieder um das Wesentliche. Kannte ich auch noch nicht den Dialog, muss ich zugeben. Gut,
Und das Wesentliche wäre der Druide, der beinahe von den Karfhunden zerlegt worden wäre. Sprich doch mal zu uns. Danke, dass Sie mich gerettet haben, Meister Jedi. Ich bin C842, ein persönlicher Assistenzdruide. Persönlicher Assistenzdruide? Wem assistierst du denn? Wie gesagt, ich bin C842, ein persönlicher Assistenzdruide. Allerdings scheint meine Hilfe in den letzten Wochen unproportional erwünscht zu sein. Ah, bist du der Druide von Elise? Hat sie sie geschickt, um mich zu finden? Bitte sagen Sie ihr nicht, dass Sie mich gefunden haben. Du läufst von ihr davon? Ja, aber ich habe meine Gründe. Meine Besitzerin hat mich etwas zu sehr in ihr Herz geschlossen. Sie war von mir besessen. Sie hat mich wie ihren verstorbenen Ehemann behandelt. Das war nicht gut für sie. Die ganze Zeit? So Miss Sophie-mäßig? So same procedure as every year? Auch nach dem Dinner? So im Schlafzimmer und so? Die ganze Zeit? Fragen Sie mich nicht. Nun ja, vermutlich nicht. Sie ist besessen. Sie meidet andere Leute und hält mich für ihren Ehemann. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen. Ich musste sie verlassen. Vielleicht lernt sie jetzt jemanden kennen. Aus diesem Grund kam ich hierher, um diese Karfhunde zu suchen. Bist du selbstmörderisch veranlagt, oder was? Ich wollte keine Rolle mehr in ihrem Leben spielen. Sie muss andere Menschen kennenlernen. Lebewesen, bitte, könnten Sie mich zerstören? Na. Nur weil der Druide glaubt, dass sein Leben nichts wert ist, soll uns das noch nicht heißen, dass es wirklich nichts wert ist. Also es... Nein! Du solltest zu ihr zurückkehren. Aber warum? Sie ist allein und benötigt deine Unterstützung. Du kannst ihr erklären, was passiert ist. Sie haben recht. Wie konnte ich nur so egoistisch sein? Ich darf nicht nur an mich denken. Was wird aus ihr? Sie muss außer sich sein. Sie würde es nicht ertragen, mich zu verlieren. Ich muss zu ihr zurück. Es ist meine Pflicht. Ich bitte darum. So. Und was wir jetzt Interessantes hier vor unserer Nase haben. Guckt mal, eine Höhle. Ich rieche Lichtschwertkristalle. Und ich glaube, die können wir auch gut gebrauchen, wenn wir uns nachher mit Sheriff dem Mandalorianer anlegen wollen. Sonst haben wir hier nichts, ne? Zwischen den Hinkelsteinen. Das sind doch Hinkelsteine, seid doch mal ehrlich. Also dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Höhle. Kristallgrotte. Na, das klingt ja wunderbar. Da ist auch schon der erste Kinrath. Kinrath vergiftet. Also das ist so eine Art von Riesenskorpion, ne? Ihr seht die Stachel. Das heißt, eigentlich müssten die uns vergiften, wenn wir Pech haben. Aber wir räumen die im Moment ganz gut aus dem Weg. Da sind noch mehr da hinten. Vielleicht begrüßen wir die auch einfach mal mit einer Granate. Was haltet ihr davon? Wir haben nicht so viele Granaten, ne? Die sind aber auch was Gutes wert. Okay, wir machen es so. Von was ist die denn noch geboostet? Die hat Geschwindigkeit drauf momentan. Hier bin ich. Ich könnte nochmal Rittertapferkeit machen. Und dann den Machtschild. Schade, dass der nicht übertragbar ist. Klar. Dann legen wir uns mit der nächsten Horde
Kinrath an. Ich dachte eigentlich an den Machtsprung. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Da sehe ich schon Kristalle im Hintergrund. Alter. Halt doch die ganze Gruppe, na gut zu wissen. Klar. Puh. So, Kinrath Eier, die scheinen ihre Eier in dieser Kristallhöhle zu legen. Da hinten ist noch ein Kinrath. Oh, 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 oh. Das sieht nach was eigentlich aus? Ist das ein Mando? Das ist ein Mando, ein Mandalorianer, eine Durastal-Legierung. Die kommt uns natürlich auch entgegen. Es sind noch jede Menge Kinrath-Eier. Wir könnten das hier ein bisschen sicherer gestalten, wenn wir die einfach kaputt hauen würden. Ein Laserschwertkristall. Das ist ja angenehm. Warte mal. Reaktionsimplantat haben wir schon gehabt. Richtig, wir haben ein neues mandalorianisches Datapad gehabt. Jack, lässt du das XT-Bike heute bitte im Hangar? Einer der Ansaugstutzen ist hinüber und könnte explodieren. Ha, Glück gehabt. Wenn jemand dumm genug ist, das Ding anzuwerfen, bohrt er sich nach ein paar Metern in den Boden. Habe ich im Sektor B gefunden, wie es hat. Südlich davon jemanden gesehen. Finde mit ein paar Männern heraus, was passiert ist. Soll man vielleicht noch irgendwo so ein blödes Ding anstellen, anwerfen einfach? Durastal-Regierung. Widerstandskraft, bla bla blub. Kristall? Haben wir nicht eben den Kristall eingesammelt? Wo finden wir denn hier Kristalle in dieser wahnwitzig großen Auflistung? Ah, Kristall gelb. Ein golden schimmernder geschliffener Kristall, der beim Bau von Lichtschwertern verwendet wird. Also ist ein Farbkristall. Kommen wir hier mal drauf einfach. Da auch. Was haben wir dann noch erhalten? Kristalle. Unter den Waffen eigentlich, ne? Ah, rote Kristalle. Die Kinrath-Eier haben rote Kristalle innen drin. Und andersfarbige Kristalle können wir so finden. Ich hoffe, wir finden auch ein paar Fokussierkristalle hier drin. Weil nur dadurch. Die Eier sind mir voll im Weg. Nimm mir mal deine Eier da aus meinem Gesicht. Mann! Entschuldigung. Hau weg. Den Scheiß. Die können wir nachher alle gut verticken. Weil Bär braucht schon 1000 Farbkristalle. Wir brauchen nur so viele Kristalle, wie wir Lichtschwerter haben. Wir können natürlich eine schöne Modenschau machen gleich mit Laserschwertern. Das auch kaputt hauen hier? Nee, das geht nicht. Aber das geht. Und hier. Sollten wir nicht noch Kristalle bekommen? Ah. So, den Kinrath-Bestand verkleinern wir. Erstmal mit Kristallformation. Ah.
Nochmal draufhauen. Nächste Formation. Ja, ja, ja. Ist ja wie beim Einkaufen. Wie eine Schlaraffenlampe. So, dann nehmen wir noch die aus der Mitte. Du hast einen Laserschwertkristall bekommen. So, nicht ran. So, das ist hier nur so ein Rundweg, ne? Wenn ich auf der Map mir das so angucke, dann komme ich hier sonst nirgends hin. Es gibt auch gar keine Abzweigung. Das ist eine schnurgerade, so eine Wursthöhle. So, und jetzt gucken wir mal die Ausbeute an. Zwei blaue Kristalle. Ein Bonda-Kristall. Na, wunderbar. Dieser Kristall wird auf einem Asteroiden in der Umlaufbahn von Alderaan abgebaut. Er erzeugt einen unbeständigen Energiestrahl, der einen Teil seiner Energie an den Gegner abgibt. So, wird also Energieschaden verursachen. Und einen grünen Kristall haben wir auch. Rote Kristalle ohne Ende. Zwei Rubat-Kristalle. Der für die Herstellung von Laserschwertern benötigte Rubat wird auf Femis abgebaut. Auf die erzeugte Lichtklinge kann sich ein Jedi leicht konzentrieren. Was das jetzt in den Werten aussagt? Es ist vermutlich klug, wenn wir per Schnellreise zu Ebonhawk fahren und die Kristalle fix einbauen, bevor wir weiter nach Sherrok dem Mandalorianer suchen. Weil wir brauchen wahrscheinlich wirklich jede Hilfe, die wir gebrauchen, die wir kriegen können gegen den. So, also zurück zu Ebonhawk. Und dann rüsten wir erstmal auf. Mal gucken, was es so hergibt. So, einmal die Werkbank. Laserschwert. Das wäre unseres. Bonda-Kristall. Betäuben. Ja, betäubte Gegner sind mir eigentlich ganz lieb. Und der Rubat-Kristall, Angriff plus 1, Schaden plus 1. Das kommt mir auch beides sehr gelegen. Nehmen wir. Ne, können wir einfach mal nehmen. Und so ein Rubat-Kristall kriegt Bastila dann auch noch ins Laserschwert eingesetzt. Wunderprächtig. Und wo wir schon dabei sind, was für ein Kristall haben wir noch nicht gesehen? Grün haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. So sieht der grüne Griff aus. Und so sieht der gelbe Griff aus. Ah ne, den grünen haben wir schon gesehen, genau. So sieht der gelbe Griff aus. Den blauen haben wir schon gesehen. So. Präsentieren wir mal kurz das gelbe Lichtschwert. So sieht der Griff aus. Auch sehr cool, muss ich sagen. Ach, ich mag die Mod mit den Lichtschwertgriffen. Die hat schon was. So, jetzt vergleichen wir mal. Unser Stromlinienlichtschwert. 5 bis 19. Mit Betäubungschance. Die rechtschaffene Hand der Gnade. Immer noch wesentlich stärker. Aber das geht schon klar. Sollen wir vielleicht auch mal irgendwann Implantate lernen? Ich weiß ja nicht so recht. Wir haben noch ein Reaktionsimplantat zu viel, ne? Das können wir eigentlich zahlbar schon mal einsetzen.
Und die beste leichte Rüstung, die schwere Bunner, der schwere Bunnerdan-Kampfanzug, den wir sonst hatten, den geben wir mal an Mission weiter. Das passt schon zu ihr. Ja. Ansonsten gut. Haben wir Bastila jetzt auch hier an Bord? Ich glaube ja. Vielleicht können wir noch mal mit ihr reden. Hast du zu sagen? Wie kann ich helfen? Ich möchte über den Traum sprechen. Es war weniger ein Traum als vielmehr eine Vision. Eine Vision, die wir beide gemeinsam hatten. Aber ich bin fest entschlossen, auch die Fragen zu beantworten, die der Rat der Jedi nicht beantwortet hat. Tja, ich kann immer noch nicht verstehen, warum wir die Vision geteilt haben. Fragt ihr euch, warum wir die gleiche Vision hatten? Oder warum wir sie überhaupt erhalten haben? Zur ersten Frage kann ich nur das wiederholen, was der Rat uns sagte. Unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Und wenn die Macht so stark ist wie in uns beiden, ist diese Bindung nahezu physischer Natur. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Die Macht hat ihren eigenen Willen. Vielleicht sollten wir für das, was uns zuteil wurde, einfach nur dankbar sein. Ja, gut. Warum haben wir von Malak und Revan geträumt? Vielleicht, weil wir es wünschten. Vielleicht, weil sie auf diesen Planeten kamen und so stark mit der Macht waren, dass sie etwas hinterließen. Eine Spur. Was meint ihr damit, eine Spur? Sie haben hier etwas Wichtiges getan, da bin ich sicher. Möglicherweise reagieren wir einfach nur empfindlich auf dieses Ereignis. Vielleicht aber auch nicht. Wir träumten von Revan und Malak, weil es uns entweder vorherbestimmt war oder weil wir mussten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Na, das ist ja schlau. Was meint ihr, was sie getan haben? Ich habe keine Ahnung, aber es schien wichtig. Darum müssen wir weitere Nachforschungen anstellen. Ja, das müssen wir. Also ich weiß nicht, ob mir der Gedanke gefällt, dass ihr in meinen Träumen seid. Und seid ihr sicher, dass nicht ihr in meinen Träumen wart? Ja, ist auch was dran. Wie dem auch sei, unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Die Vision war ohne Zweifel für uns beide gedacht. Jude, glaubt ihr, wir werden weitere Visionen wie diese haben? Mit etwas Glück, ja. Ich würde mich auch nicht an solchen Visionen orientieren. Aber wir haben nicht viel, an das wir uns halten können. Und die ganze Galaxis hängt in der Schwebe. Nun gut, das ist dann erstmal alles, was ich wissen wollte. Wie ihr wollt. Vielleicht sollten wir uns wirklich auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Das denke ich auch. Und das machen wir gleich in der nächsten Folge. Ihr wisst es doch. Dann geht's den Mandalorianern in den Kragen. Bis dahin, euer Ben Stormrider. Tschüss.